Tränennest hier, Bernd Pirat, heute im Landtag NRW. Ich habe Frank Herrmann hier, Sprecher für Kommunalpolitik, unter anderem. Und gestern gab es eine Anhörung und wir wollten kurz darüber sprechen, was da vorgekommen ist. Ich sag doch erstmal Hallo und sag, worum es ging gestern. Genau, hallo zusammen. Wir hatten zwei Anhörungen, beziehungsweise eine Anhörung zu zwei Anträgen gestern. Der eine Antrag, Yes We Scan, Bürger in NRW vor Überwachung schützen. Mhm. Und der andere Antrag geht um Schutz vor Whistleblowern hier in NRW in Behörden hauptsächlich. Mhm. Das ist nicht normal, dass wir zwei Anträge in einer Anhörung behandeln. Das hat damit zu tun, dass der Antrag Yes We Scan nicht angehört werden sollte. Wir hatten großen Widerstand, große Schwierigkeiten, den zu einer Anhörung zu bringen. Seiten einer Fraktion. Kurze Erklärung dazu. Da sieht man auch mal, wie lang das alles so dauert. Das ist der Antrag, den wir am 11. Juni letzten Jahres eingebracht haben, ganz kurz nachdem Snowden das erste Mal an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ich glaube, das war 5. Juni oder so. Ein paar Tage später hatten wir hier diesen Antrag drin. Der behandelt im Prinzip wirklich so die Basis-Facts, also dass die IT hier in die Computernetze in Nordrhein-Westfalen, die von der Landesregierung betrieben werden, überprüft werden, dass alle Informationen öffentlich gemacht werden zu dem Verfahren Snowden, was halt da, wir wussten ja gar nicht damals, wie sich das alles so auswachsen wird und was da noch alles kommt. Deswegen aber direkt am Anfang zu sagen, hey, wir müssen alles transparent machen. Dann, das war uns eigentlich sofort klar, wir brauchen Verschlüsselung, mehr Verschlüsselung, weil wenn jemand in die Netze guckt, können wir nur das ein bisschen schwieriger machen, wenn wir verschlüsseln. Das war also auch Bestandteil des Antrags. Der ist auf der Webseite übrigens auch abrufbar. Und es ist anscheinend so gewesen, wir hatten schon früh so viel in diesen Antrag reingepackt, dass man da nicht so gerne drüber sprechen wollte, sage ich mal so. Weil es ja auch noch zur Zeit des Wahlkampfs war, wo sowieso alles ein bisschen totgeschwiegen wurde. Das kommt auch dazu. Wir hatten einen Monat später noch weitere Anträge zum Thema. Die waren ein bisschen konkreter, Wirtschaftsspionage und so weiter. Und man sagte auch, hey, ihr macht hier viel zu viel. Und das ist alles Bundesthema. Also schon damals hat das angefangen, lieber alles im Bund und nicht hier in Nordrhein-Westfalen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann im Herbst letztlich die Anhörung also durchgesetzt für den Antrag Yes We Scan, die dann aber auch wieder terminiert auf einen sehr weit in der Zukunft liegenden Zeitraum. Der war dann jetzt am 6. Februar gestern. Also zu einem quasi topaktuellen Thema wird die Anhörung dann 7 Monate später gemacht. Genau, das war damals topaktuell, aber wir wissen ja alle, das ist jetzt immer noch topaktuell. Und im Effekt war das allerdings so, dass wir gestern, jetzt hab Whistleblower, sich noch auch noch kurz ein bisschen zu erklären. Der zweite Antrag, der ist auch vom Sommer letzten Jahres, behandelt nicht direkt Edward Snowden. Zu Edward Snowden haben wir ja noch separate Anträge hier auch, sondern behandelt eigentlich das grundsätzliche Thema Whistleblowing, Hinweisgeber hier in Nordrhein-Westfalen. Wir haben keine richtige gesetzliche Regelung, keinen richtigen Schutz für Hinweisgeber. Es ist auch auf Bundesebene im Arbeitsrecht immer noch ein Problem in Deutschland grundsätzlich. Da gibt es auch von der UNO bzw. von der EU Richtlinie, die wir noch umsetzen müssen zu Hinweisgeberschutz, was auch auf die lange Bank geschoben wird von Seiten der Bundesregierung. Es ist hauptsächlich tatsächlich auch ein Bundesthema, weil es Arbeitsrecht betrifft in der Regel. Trotzdem können wir auch hier in NRW im Bereich Beamtenrecht, im Bereich bei Vergabe von Aufträgen und so weiter gesetzliche Regelungen schaffen, um Hinweisgeber, unkorrektes Verhalten, Missstände oder sowas aufdecken, um die besser zu schützen. Das ist das Ziel dieses Antrags gewesen. Auch da, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, der wäre vom Sommer letzten Jahres gewesen oder ein weit in der Zukunft liegender Anhörungstermin, weil die haben halt viele Anhörungen, halt auch für den
Februar dann festgesetzt. So kam das. Und Yes We Scan wurde dann hier an diesen Februartermin angedockt. So kam es halt, dass wir jetzt zwei Anträge haben in einer Anhörung. Die Missachtung der anderen Fraktionen gegenüber dem IT-Antrag, also Yes We Scan, hat sich dadurch gezeigt, dass die einfach keine Sachverständigen benannt haben. Es ist so, dass bei einer Anhörung jeder mindestens einen Sachverständigen benennen kann. Mhm. Die haben es einfach nicht gemacht. Sagt, ist uns egal. Sag mal, vielleicht auch dann deren Problem. Es gab halt einen Sachverständigen und der hat eigentlich sehr deutlich gemacht, dass wir große Probleme haben hier mit unserer IT-Technik und dass der Antrag, so wie wir ihn gestellt haben, die Technik zu prüfen, Sicherheitsvorkehrungen zu verstärken, mehr Verschlüsselung einzusetzen, voll berechtigt ist. Jetzt erzähle ich vielleicht mal, was er so erzählt hat. Sag doch erstmal, was das für ein Sachverständiger war und was der für einen Hintergrund hat, um den Einort sortieren zu können. Okay. Der ist von einer Sicherheitsfirma, also Dienstleister, der im Auftrag von Firmen und auch Kommunen, also auch öffentlichen Stellen, die Netze prüft, Schwachstellen sucht und halt auch findet. Also er macht das, was er meist kann. Also ist von der Qualifikation sicherlich Hacker, macht es aber im Auftrag halt der Unternehmen und Behörden. So, was ja prinzipiell auch gut ist, dass er halt, also dass auch Behörden ihre Netze testen. Was nicht gut ist, ist, dass er regelmäßig große Schwachstellen findet. Und das hat er gestern halt auch erzählt. Die Stellungnahme gibt es übrigens auch online auf der Landtagswebsite und auch auf der Seite der Piratenfraktion ist die abrufbar. Lohnt sich auch zu lesen. Es ist eigentlich, da wird eigentlich deutlich, dass das gesamte Sicherheitsproblem auch ein sehr menschliches ist, weil hauptsächlich geht es darum, dass man in die Unternehmen oder in die Behörden halt einfach reinkommt. Und wir wissen alle, wenn wir irgendwo physisch rein, also als Person reinkommen können, dann können wir irgendwo an Kabel ran, können was dazwischen stecken, können irgendeine Box platzieren, die sich halt in Netz reinkommt, also ins interne Netz. Und dann haben wir gute Möglichkeiten, die Schwachstellen besser zu finden. Also das ist erstmal der erste Weg, tatsächlich kleine Steckerchen, kleinen Sender hier und sowas. Also das geht nach wie vor sehr einfach. Die Hardware vor Ort manipulieren. Genau. Wenn man da erstmal ist oder auch, hat auch den klassischen Weg über eine Webseite natürlich auch, wo die Behörde irgendein öffentliches Angebot macht zur Kontaktaufnahme. Hat er auch gesagt, gibt's immer wieder Schwachstellen, wo man dann reinkommt. Wir haben nicht explizit Techniken beschrieben, das also zur Sorry, also wenn er jetzt gucken möchte. Ihr müsst also selber rausfinden, wie es funktioniert. Da muss man sich nach wie vor noch selber kümmern. Das war ja auch nicht Sinn der Sache, aber er hat ganz klar und glaubhaft versichert, dass eigentlich, wir haben es getitelt, löcherig wie ein Schweizer Käse, dass da viele Möglichkeiten sind. Und man muss es halt auch gleichsetzen, so was er machen kann, das können halt auch andere. Und das können auch andere Dienste machen und ich bin mir auch sicher, das werden auch andere Dienste machen. Jetzt wird es nicht so sein, dass die NSA hier in jeder Gemeinde irgendwo da ihre WLAN-Repeater oder solche Sachen oder Sticks installiert hat, aber wenn es irgendwo notwendig ist, und wir haben auch in den Kommunen, Snowden hat es gesagt, aber es ist auch sehr ganz vom Verständnis her, wenn also hier Investitionsprojekte in der Stadt sind. Wir haben amerikanische Investoren, wir haben auch russische und chinesische und so weiter. Das gibt immer wieder Gründe, warum man in bestimmten Gebieten an Informationen ran will oder als ausländischer Investor, als ausländische Regierung. Und man muss einfach sagen, es wird gemacht. Punkt. So. Hallo. Wir sitzen hier im Foyer, falls es noch nicht jemand gemerkt hat. Hier ist also ein bisschen Betrieb. Ja, ich werde versuchen, das so zu schneiden, dass man die Leute halt nicht sieht. Okay. Macht ja nichts. Ne?
So, es wird gemacht und es ist möglich. Ein ganz wichtiger Punkt, was er auch gesagt hat, neben den ganz normalen Sicherheits Berücksichtigung, dass man einfach die Leute kennt, die sich an der Technik, also wenn man jetzt im Unternehmen ist, die sich an der Technik halt dass man die Mitarbeiter auch persönlich kennt. Genau, das sucht er jetzt gerade. Und dass man sich einfach fragt, hey, wer ist das? Wer fummelt denn da gerade an einem Rechner rum? Oder so. Das ist so ein Klassiker. Aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Thema Verschlüsselung halt. Und das wollen wir hier auch zum großen Thema machen, dass wir mehr Wert drauf legen, halt angefangen von Mails und dass wir verschlüsselte Übertragungswege nutzen. Auch die Leute sensibilisieren, was das bedeutet. Wir wissen auch selber als Piraten, wir reden viel von Verschlüsselung, aber machen es auch selber nicht so sehr häufig. Das heißt, das wird ein Thema der nächsten Wochen und Monate werden, hier Programme machen. Wir haben im Landtag auch große Schwierigkeiten. Hier können wir es technisch nicht, weil wir dürfen es nicht, sagen wir es mal so. Technisch möglich ist es ja, ist ja nicht das Problem, aber wir dürfen es nicht, weil wir an den Geräten nicht keine eigenen Rechte haben. GPG nicht installiert wird. Und gut, da werden wir aber dran arbeiten, weil ich denke, das ist Bedingung heute, dass wir einfach unsere Kommunikation besser schützen, nicht mehr ganz so einfach einsehbar machen. Und das betrifft halt auch die Behördenkommunikation. Wir hatten auch vor der Anhörung gestern schon Anfragen gestellt ans Ministerium, haben herausgefunden, dass es gerade mal 100 Mitarbeiter gibt in der gesamten Landesverwaltung, die Ende zu Ende E-Mail-Verschlüsselung machen. Ja, also du sagst jetzt, der Experte hat jetzt glaubhaft gemacht, dass ja alles löchrig ist wie ein Schweizer Käse. Du hast auch schon den Punkt Wirtschaftsspionage angesprochen. Ich sag mal so Projekte wie Bär, wo sich dann ausländische Firmen bewerben, oder ich sag mal, was haben wir hier in NRW, Bauskandal beim BLB, wo halt auch anscheinend vorher Informationen draußen waren, ob die jetzt klassisch rausgegangen sind oder wie auch immer. Aber was bedeutet das für den Bürger? Ich sag mal, ich persönlich habe meine Daten komplett im Meldeamt liegen, auf die man zugreifen kann. Ich war nach dem Studium 2 Monate Hartz IV, weil ich ein bisschen Job dann gefunden hatte. Was ist denn mit diesen persönlichen Daten der Menschen da draußen? Sind die sicher? Nein. Nein. Ganz einfache Antwort, super. Ja. Also im Prinzip kann da jemand, der technisch versiert ist, ja, also direkt auf alle Daten zugreifen. Nicht jeder, das ist klar, nicht jeder, die liegen nicht einfach ganz frei da, aber es gibt halt die abgestuften Möglichkeiten, also der mit den entsprechenden Hardware-Tools reingeht und sich halt den Zugang verschafft, was möglich ist, das haben wir geklärt, der kann es machen. Und wer halt den Weg über die Webseite oder Terminal oder was auch immer findet, der kann es halt auch. Und es gibt Leute, die können es. So. Und es gibt die Dienste, die können es. Und es gibt sicherlich auch im Bereich OK, also organisierte Kriminalität, Leute, die können das. So. Und da sind die Daten vom Jobcenter ganz klar. Da ist auch Finanzamt sicherlich. Also Systeme, die, das ist vielleicht auch noch wichtig, viele Systeme sind miteinander verknüpft, beziehungsweise Schlüssel von Systemen, die eigentlich nicht so einfach zugänglich sein sollten, wo die IT, die wollen wir auch nicht ganz so schlecht machen. Wir haben hier eine Landes-IT, IT NRW, die haben schon Ahnung, was sie tun. So ist das nicht. Die haben auch abgesicherte Systeme, die haben auch ein mehrstufiges Sicherheitskonzept. Aber dadurch, dass Kommunen, Landesbehörden auch sehr stark vernetzt sind und sehr stark vernetzt sind, passieren halt auch Dinge, dass Zugangscodes auf Rechnern liegen, wo sie nicht so hingehören. So, und auf Arbeitsplatzrechner oder halt einen einfachen Server kommt man schneller in die Behörde, also wenn man einmal in der Behörde ist, kommt man recht schnell drauf. Und wenn da dann halt die Codes liegen für besonders gesicherte Systeme, weil der Mitarbeiter halt, weil es so sichern kann, weil es oder whatever,
dann ist halt ein Sicherheitskonzept, was sich die IT überlegt hat, dann an der Stelle auch durchbrochen. So. Und das passiert halt auch, das hat er auch festgestellt. Auch die Qualität der Passwörter, also die haben auch intern noch mal wieder durch Passwort abgesicherte Systeme, aber die sind dann halt auch manchmal irgendwo aufgeschrieben im Rechner oder sind halt auch 1, 2, 3, 4, ja. Irgendwie sowas, ja. So, also all das passiert halt und ja, insofern liegen auch die liegen unsere persönlichen Daten halt auch relativ frei und werden sicherlich von der einen oder anderen Stelle auch genutzt. Gut, das zeichnet natürlich jetzt schon mal ein sehr graues, düsteres Bild von der Sicherheit der Daten, die von uns, von den Firmen und was auch immer bei den Behörden liegen. Was ich jetzt noch gehört habe, was mir gesagt wurde, ist, gestern sei wohl auch jemand, Mitarbeiter oder was auch immer, vom amerikanischen Konsulat da gewesen. Stimmt das? Das ist korrekt. Das haben wir auch immer, wenn wir im Innenausschuss über dieses Thema sprechen. Wir haben fast bei jeder Sitzung des Innenausschusses, dass wir hier wieder fragen, was ist denn nun bei der Landes-IT, wie sind die neuesten Ergebnisse? So war es auch gestern bei der Anhörung. Wir haben hier in Düsseldorf ein Generalkonsulat. Die Dame, die uns da öfters besucht, die war auch wieder da. Ja, wir wollen halt wissen, was wir hier so besprechen, ja. Also wir, also, ja gut, abgesehen. Oder andersrum, sie sind halt interessiert. Das ist auch wiederum, muss man auch wieder so sehen, sie wollen halt ja schon gucken, wie wir mit dem Thema hier umgehen. Es ist ihnen nicht egal, was durchaus in Ordnung ist. Was zumindest zeigt, dass es bei Leuten, die jetzt durch die Veröffentlichung von Edward Snowden sehr im Verdachtsfokus stehen, ich sage es mal so, ja, schon interessant ist, dass sie dann kommen. Ja. Man könnte jetzt, man könnte dann auch überlegen, dass möglicherweise, naja, ich schreibe halt auch ein paar Sachen zu dem Thema, ich stehe auch mit manchen Leuten in Kontakt zu dem Thema. Müsste ich mir auch überlegen, ob das vielleicht auch ein bisschen genauer angeguckt wird im Moment. Weiß ich nicht. Ja, ist nicht so ein tolles Gefühl eigentlich. Weißt du schon auf, was du schreibst? Ich verschlüssel bestimmte Sachen natürlich, aber auch da gibt es halt auch Grenzen. Ne? Ja, man hat es ja gehört. Also wenn die bei dir im Büro am Rechner was geschraubt haben, ich sag mal, Taylor ist jetzt Operations, ne? Klar. Also es ist... es ist das Thema unserer Zeit jetzt. Wir brauchen, also es ist, dass es nicht vorbei ist, wissen wir ja alle, klar. Aber dieses Gefühl, ich weiß nicht, wer das noch hat oder wie das sich halt bei anderen bemerkbar macht, das Gefühl, dass man letztlich nicht mehr privat ist, ist nicht so toll, muss ich ganz offen sagen. Und vor allen Dingen halt, wie gesagt, mit dem Hintergrund, wenn man sich hier in einer etwas exponierten Form halt darum kümmert, dass man möglicherweise dann auch natürlich erst recht auf die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist auch nicht so. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Frank, ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Wenn es da neue Sachen zu gibt, werde ich wieder auf dich zukommen. Jederzeit gerne. Und ich habe jetzt für das amerikanische Konsulat noch einen schönen Hinweis. Die Sache ist gestreamt worden, ihr hättet nicht mehr persönlich kommen müssen. Ja. Tschüss. Ja.